Ali, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben hier ordentlich Bäume gepflückt in der letzten Folge. Die müssen wir bloß noch alle einsammeln, dann kann es weitergehen. Mit unserer faszinierend schönen Fassade. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt von vorgestern. Wegen dem Troll. Man hat ihn wirklich nicht gesehen. Nicht, dass mir hier irgendwas nachgesagt wird, ja? Nein, war aber schon echt ein geiler Zufall. So, jetzt müssen wir dran denken. Wir machen erstmal Inventar leer und dann unbedingt nochmal Sachen für ein Portal mitnehmen. Ich meine, auch das, was wir jetzt gefällt haben, wird trotz alledem nicht reichen. Also im Leben nicht reichen für die ganze Fassade. Das heißt, wir müssen in den nächsten Folgen definitiv ab und zu mal wieder dahin. Also lohnt es sich auch, die Zeit zu nehmen, mal ein Portal zu bauen. Wo sind meine Nixen? Oh, keine Ahnung. Keine mehr da. Da vorne ist, glaube ich, eine. Dort. Jo, da wartet eine auf uns. So, aua, hat mal wieder wehgetan. Wir packen jetzt mal, also eigentlich können wir direkt hier so einen Holzstoß bauen. Den Rest müssen wir so wegschmeißen. Es wird mega cool, ich freue mich drauf, hier weiter zu basteln. So, wir haben ein bisschen Stein, wir haben etwas Fell, das Harz können wir gleich noch irgendwo mit unterbringen. Wir können hier noch ein bisschen Kernholz mit reinpfeffern, normales Holz und ein paar Samen. Klappt langsam mit der neuen Reihenfolge der Kisten oder der neuen Anordnung. Schaut mal, war das auch noch Kernholz? Jo, Tatsache. Jetzt wollte ich einerseits mal kurz das Harz hier reinschmeißen. Wir haben auch hier irgendwo noch was drin. Hier hatte ich mal was reingeworfen, genau. Müssen wir auch die ganzen Kisten müssen wir mal wieder abbauen. Stehen schon ewig hier rum. Ach, man sieht hier sogar auf der Karte noch, wo ich gestorben bin. Ich hatte es ja gesagt, dass ich runtergefallen bin. Mir war das gar nicht so bewusst, dass das immer noch angezeigt wird. War nämlich hier. Ich habe hier nämlich in die Höhe gebaut, um zu gucken, wie weit komme ich in die Höhe und wie viel bringen die verstärkten Pfosten. Und bin dann hier vom Dach aus. Hier stand ich drauf, habe hier hochgebaut und bin dann hier runtergeflogen. Und ja, war halt alles ein bisschen doof. So, wir brauchen insgesamt 20 Augen, weil wir wollen ja zwei Portale bauen. Wir brauchen, ich hoffe mal, wir haben noch zwei Sortlingkerne waren das pro, ne? Also 4 und dann war das auch noch ein bisschen Edelholz. Da muss ich aber nochmal gucken, wie viel. 20, also brauchen wir 40 Edelholz. Dann können wir ganz schnell mal noch unsere Hacke. Reparieren. So, ich würde jetzt mal sagen, auch wenn das nicht so ins Bild passt, wir packen unser Portal jetzt einfach hier hin. Nennen das Kiefer. Ich hoffe, wir haben noch keinen. Ich weiß nicht, ob wir schon Kiefer haben. Wir nennen das Holzsammlung. Holzsammlu? Ah, vergesse ich bestimmt wieder und dann kommen wir nicht mehr zurück. So, also wir haben hier noch 2 Kernholzstöße stehen. Das ist prinzipiell schon mal ganz cool. Dann lasst uns jetzt zurückmachen. Ich habe das jetzt hier vors Haus gestellt, weil einerseits wird das Portal nicht für ewig bleiben. Jetzt sind sie wieder alle da. Ja, wird einerseits nicht ewig stehen bleiben. Oh, was denn jetzt? Ui, jetzt konnte ich gerade gar nichts mehr machen. Ja, es wird einerseits... die nächste Nixe. Ist gut. Und hier auch wieder eine. Es sind echt viele geworden. Jetzt fange ich zum 4. Mal an. Entschuldigung. Also ich habe das da hingebaut, weil es wird nicht ewig da stehen bleiben. Und andererseits soll es auch schnell gehen, wenn wir dann jedes Mal erst von drüben, wo wir unsere Portale stehen haben, jedes Mal wieder zu den Kisten rennen müssen oder zu unserem neu gebauten Haus. Ist halt auch verschenkte Zeit, deswegen basteln wir das erstmal schnell dorthin. Dann können wir immer ganz fix hin und her switchen und das direkt in die Kisten packen, ohne große Laufwege. Ach, geht doch alle weg. Na, du auch. Ich will jetzt nicht kämpfen. Ihr macht mein Inventar wieder voll. Wir haben schon wieder 2 Nixenschwänze einstecken, die wir gar nicht brauchen. Zumindest aktuell nicht. Kommst du hier hoch? Wir haben halt kaum noch Ausdauer.
So, dann basteln wir hier mal fix das hin. Ach nein, wir brauchen eine Werkbank. Natürlich. Wir haben hier zum Glück auch normales Holz. Aua, geh weg. So, und jetzt schnell noch das Portal. Zack, dann nennen wir das Holzsamlu. Ich hab's mir gemerkt. Bügeln den einmal weg und ich hoffe, das verbindet sich jetzt. Jawohl. Haut hin. Können eigentlich auch die Typen hier durchrennen? Das sah gerade so aus, als wäre hier ein Grauzwerg durchgerannt. Ich glaube, das war nur der alte, der explodiert ist. Also der, den wir gerade erledigt haben. So, wir sind bestimmt gleich wieder voll. Sag ich doch. Hey, da ist, glaube ich, noch ein Dungeon. Können wir uns da noch markieren. Wir brauchen nämlich auch wieder Sotlingkerne früher oder später. Ich wollte das eigentlich mal noch ausprobieren mit den Sotling-Gegnern. Da hatte ich ja mal vor einiger Zeit einen Tipp in den Kommentaren, dass wir da eigentlich einen guten Sotlingkern-Farmer-Dings dahin bauen können. So, wir packen es jetzt erstmal fix in die Kisten. Müssen wir auf jeden Fall demnächst auch mal noch machen. War schon voll. Na gut, die zwei Harz können wir auch noch einstecken lassen, den Samen auch. Das wird wahrscheinlich maximal ein Kilo ausmachen. Und platztechnisch nimmt es uns ja zwar einen Platz weg, aber den brauchen wir gerade nicht. Ja, war auf jeden Fall eine gute Idee. Hätte ich eigentlich gleich von Anfang an bauen sollen. So, her damit. Muss trotzdem mal anmerken, dass der gute Hugin oder Eugene, nenn ihn aber Hugin, ja, dass der gute sich echt selten blicken lässt. Am Anfang war er immer oft da, ich habe mich immer gefreut, ihn zu sehen. Ach verdammt, wir haben zu viel. Dann hauen wir jetzt erstmal ein bisschen normales Holz weg. Am Anfang war er immer sehr oft da, ich habe mich immer gefreut, ihn zu sehen. Mittlerweile haben wir den Ewigkeiten nicht gesehen. Einmal kurz, als das Update rauskam, da hat er uns was über das neue Block-System erklärt. Aber das war es auch schon, ne? Das Gefühl, der kann uns nicht mehr so gut leiden. Auch nach den letzten Gegnern war er nicht da, wenn ich mich nicht täusche. Also nach den Bossen, als wir einen Knochenwanz besiegt haben, war, glaube ich, kein Hugin da und hat uns gesagt, wie toll wir das gemacht haben. Ein bisschen traurig. So, es hört nicht auf hier. Es wird immer mehr Holz, was wir hier zusammensammeln können. Hier hinten liegt auch noch was rum. Da vorne auch noch. Oh je. Das war bloß von den Grauzwergen. Haben wir hier erstmal soweit alles. Hier vorne liegt noch ein bisschen was. Komplett auf unserem Lagerfeuer. Wir sind schon wieder voll, ne? Es ist einfach Wahnsinn. Wir brauchen unbedingt diesen Gürtel. Wir müssen unbedingt den Händler finden. Ich habe mir jetzt noch mal ein paar Videos reingezogen zu Seeschlangen. Die Sache ist, die Seeschlangen so auf dem Meer mit Pfeilen zu beschießen, macht eigentlich gar keinen Sinn. Weil die verlieren ja die Schuppen, aus denen wir uns ja einen relativ coolen Turmschild basteln können. Einen relativ starken Turmschild. Ich bin zwar nicht unbedingt der Freund von Turmschilden, aber ausprobieren würde ich das Ding trotzdem ganz gern mal. Ja, bringt halt nichts. Wenn wir das Vieh auf dem Wasser töten, dann gehen die Sachen ja unter. Und wir kommen nicht mehr ran. Das heißt, wir müssen die eigentlich harponieren. Wir müssen die dann mit dem Boot und der Harpune in ihrem Kopf oder Rücken oder Schulter oder wo auch immer an Land ziehen. Das ist aber alleine gar nicht so easy. Also es geht schon, aber man muss halt immer ein bisschen gucken, dass man nicht zu viel Abstand, ja, auf zu viel Abstand mit ihr kommt, weil man zu schnell ist, weil dann reißt die Harpune ab und so, ja. Oh, schaut mal. Cool. Werden wir natürlich früher oder später auch mal noch ausprobieren. Definitiv mit dem Langschiff, weil ein paar Bisse muss das Ding schon aushalten. Wir wissen ja, wo die eine ist. Die ist auch relativ nah
Wir sind schon wieder voll, das gibt's doch nicht. Wie schnell das geht. Ja, wir sind ja, die eine ist ja schon relativ nah am Ufer. Das heißt, das kriegen wir prinzipiell schon hin, dass wir die da rausziehen. Problem ist halt bloß, dass das wieder am Sumpf ist. Also wir hatten ja die eine an unserer Insel des Todes. Und die andere war ja auf der anderen Seite, aber da war auch wieder Sumpf. Ist halt nicht so geil, wenn du die erstmal an Land ziehen musst. Und du musst die tatsächlich auch am besten ein paar Meter an Land ziehen. Weil die ansonsten wieder zurück ins Wasser huscht. Huscht. Ja, weil die ansonsten wieder zurück ins Wasser springt. Deswegen ist halt nicht so geil am Sumpf oder im Sumpf, weil wir dann natürlich ein bisschen nebenbei noch auf die Fresse kriegen. Wir sind zwar jetzt mit der Rüstung, denke ich mal, relativ stabil unterwegs, was die Trogger und alle weiteren angeht. Und die Vergiftung ist ja anscheinend auch ein bisschen schwächer geworden. Aber so ganz ohne ist das natürlich nicht. So, ich glaube, wir haben es größtenteils. Ich würde jetzt mal noch schnell die Bäume hier zerpflücken, die schon unten liegen. Sind auch alle schon ganz gut beschädigt. Wir sind eh gleich wieder voll. So, und dann war es das, glaube ich, auch schon. 293, sehr viel mehr kriegen wir eh nicht weg. Naja, halbe Folge. Dafür waren wir aber, keine Ahnung, viermal hier. Viermal Inventar voll mit Holz, das ist schon was. So, kriegen wir noch so einen Holzstoß gebaut? Wir kriegen noch einen gebaut, wenn wir denn genügend. Wir haben auch echt viel normales Holz gesammelt, ne? Oder nee. Nee, doch, das ist normales Holz. Wir haben bloß zwei davon. Ich hatte einen netten Kommentar drunter, unter dem letzten Video, glaube ich, dass die Kiefern immer zur Hälfte aus normalem und zur Hälfte aus Kernholz bestehen. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, also danke dafür. Na komm. So, und hier haben wir noch ein bisschen Reste liegen. Es fehlen natürlich vier, wie sollte es anders sein? Jetzt können wir das auch nicht bauen, wenn wir keine Ausdauer haben. So, zack. Nee, ich wollte doch normal bauen. Hier noch einen hin, wir basteln das jetzt hier einfach in die Gegend rein. Dann können wir mal gucken. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen Kernholz und hier auch. Machen wir noch schnell das Inventar ein bisschen leer und dann machen wir weiter mit der Bauerei. Hier noch ein bisschen Stein, dann haben wir noch Samen und noch eine Trophäe. Wir müssen uns früher oder später definitiv auch mal den Itemvernichter bauen, der jetzt neu ist. Aber wir haben noch nicht alle Materialien dafür. Aber mit den ganzen Trophäen, so viele können wir auch gar nicht an die Wände hängen. Ich meine, wir haben jetzt hier relativ lange und hohe Wände, die können wir schön vollkleistern damit. Aber jetzt so 20 Hirschtrophäen nebeneinander, ich weiß auch nicht. Hat auch nicht so Stil. So, zack, geil, da haben wir es geschafft. Jetzt ist es leider wieder dunkel. Aber ich möchte mich jetzt nicht nochmal unbedingt schlafen legen. Wir haben schon bloß noch 6 Minuten Zeit. Würde ich ganz gern mit euch auch noch ein bisschen nutzen. So, hier wäre es jetzt eigentlich schlau, wenn wir uns oben drauf stellen. Wir haben ja schließlich auch ein Gerüst gebaut, um es zu nutzen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier schon mal wieder den Rundholzbalken, 4 Meter. Ich würde erstmal ein bisschen ranzoomen und dann, ja, jetzt wird's doch was. Jetzt lasst mich mal gucken. Ist das hier alles? Ja. Zack, zack. Wir wollten doch hier auch wieder hochgehen, ne? Bin ich gerade verkehrt. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Nee, Quatsch. Wir wollten hier wieder die Kreuze reinmachen. Das heißt, wir müssen eigentlich, also das kann weg. Wir müssen nur hier auf das zweite oben drauf bauen und dann gibt es wieder Kreuzchens. Ach komm, jetzt bin ich echt zu weit weg. Beinerei.
Na gut, 1, 2, weiß gar nicht wie viele. 1, 2, reicht das schon? 1 noch, oder? Wir werden es gleich sehen, wenn wir wieder runtergehen. So, das müsste doch von der Höhe passen. Wir können noch mal kurz... Nein, hier drüben fährt eins. Aber das können wir von hier noch mit anbasteln. Können mal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt. Dann müssen wir jetzt wieder die Löcher reinbauen. Das haut auch hin. Alles wieder schön einsammeln. So, also das passt prinzipiell erstmal, ne? Wir haben hier noch das dazwischen. Wollten wir das so lassen? Oder reißen wir die raus? Aber dann geht wieder die Stabilität verloren. Wir haben das hier einfach gar nicht so dolle gesehen, weil das Gerüst genau davor ist. Wir lassen es jetzt erstmal so, wie es ist. Nein! 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 Oh, verdammt. Wenn die halten? Ach so, weil wir hier, wir haben hier keinen Rahmen drumherum gebaut. Ich Vollidiot. Wir brauchen nochmal normales Holz. Und so ein bisschen Musik wäre noch schön, liebes Spiel. So, dann brauchen wir erstmal den kleinen. Das ist im Dunkeln halt aber auch echt immer doof. Kriegen wir irgendwie eine Wandleuchte gebastelt? So ein kleines bisschen Licht. Hier ist schon einer drunter, ne? Den haben wir schon gebaut. Hätten wir tatsächlich bloß noch... Ach cool, die Bankholz, die gute. Wer kennt sie nicht? Finde ich die aber hübscher. Ist halt hier so ein bisschen aus Rundholz, aus Kernholz. Lässt sich vielleicht dekorativ auch noch für was anderes verwenden. Ich würde es jetzt nicht direkt als Holzbank bezeichnen, wenn ich so auf den ersten Blick sehe. So, wir brauchen hier natürlich nochmal ein Grundgerüst. Zack. Und das Ganze auch noch einmal hier drüben. Nee. Das war so nicht gedacht. Und, ach man, weil dann aber auch wieder der Mond blendet, ne? Also ist egal was, ob Tag oder Nacht, irgendwas blendet uns immer. Ja, jetzt müssen wir erstmal so bauen. Sonst wird das doof. Zack. Und das gleiche nochmal hier. Na komm, jetzt. So, und jetzt halte bitte. Sieht gut aus. Ja, war klar, es hat ja nichts festgehalten. War logisch, dass es auseinanderbricht. Dann haben wir das auch geschafft. So, das heißt, das ist prinzipiell schon mal gleich. Wir können jetzt hier noch die Balken dann vorziehen. Wo wir das machen, wenn dann das Gerüst hier irgendwie anders steht. Das heißt, die Kreuze noch oben drauf und dann sind wir auf der Seite doch schon mal... Soweit fertig. Dann kommt hier der zweite Eingang. Wir können ja hier schon mal die Balken ziehen, wenn wir möchten. Können wir noch so eine Fackel bauen? Wäre gerade hilfreich. Hier kommt so ein kleiner dazwischen. Und die Rundholzbalken gingen aber auch von hinten los. Gut, also wäre der kleine eigentlich überflüssig. Schwebt das jetzt in der Luft deswegen? Nö. Steht ganz normal da. So, und zwei hier vor. Haut das hin? Wir schließen nämlich hier genau mit der Linie ab. Hier drüben nicht. Obwohl. Sieht das gerade einfach nur so aus? Ja, ich glaube, das sieht nur so aus. Also haut hin. Ui, da war wieder der schöne Leck. So, wir machen hier wieder einmal eine Wand. Die verkehrt gesetzt war. Es tut mir leid. Die hat es hier nicht. Die sollte so sein, genau.
Warum denn nicht gleich so? Perfekt. Und das Ganze hier nochmal dran. Habt ihr es gesehen, in was für einem Tempo? Geilo. Das heißt, wir machen hier den Eingang rein. Wir sind hier drüben wieder gleich. Da können wir gleich die Kreuze noch drauf basteln, beziehungsweise in der nächsten Folge. Und dann können wir hier drüben mit dem Eingangsbereich weitermachen. Ich würde nochmal ganz kurz mit euch schauen wollen. Wir haben hier ab Ende Eingang, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben genau 10 Steinplatten, bis das rechteckige Gebäude endet. Das heißt, wir machen dann hier das nächste hin und hätten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na gut, das haut. Ich habe wirklich gut gearbeitet vorher. Hätte ich gar nicht gedacht. Das heißt, wir kommen hier aufs selbe raus. Sprich, die Fassade wird auf jeden Fall symmetrisch. Wir müssen mal gucken, ob ich dann vielleicht doch hier nochmal so in L-Form noch was dran bastel. Hatte ich ja schon mal erwähnt. Aber falls nicht, wird es so auf jeden Fall schon mal symmetrisch. Ich denke, so kann sich das Gebäude doch langsam sehen lassen. Cool, dann machen wir erstmal Schluss an der Stelle. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann machen wir morgen weiter. Bis dahin. Macht's gut.